Hallo, ihr Quirlinge. Die Baumwipfel schaukeln vom Tor von Treles, und zwar ist es das Südtor. Wir aber müssen nach Westen, weil da gibt es angeblich einen Bauernhof, von dem die Trelianer lange nichts gehört haben. Und wir wollen uns mal umschauen. Vielleicht nehmen wir dann doch die andere, das andere Tor. Das ist wahrscheinlich. Irgendwie hat Trelis die Form eines Croissants, oder? Man müsste es mal von oben sehen. Wir sollten gar nicht hier sein. Ja, genau. Das ist jetzt Süden. Naja. Naja, irgendwie müssen wir mal nach Westen gehen. Aber bitte an den Ogern vorbei, die hier irgendwo unten in dieser Grube sich vermehren. Weil das ist zu böse. Und Wölfe sind auch böse. Wölfe? Nein. Ihr habt mir in die Kommentare einiges geschrieben, einiges Nützliches. Und zwar zum einen, dass es auf Basis einer komplexen Formel der Schaden des Feuerballs höher wird, je mehr altes Wissen der Held hat. Das ist gut zu wissen. Das dachte ich ja schon, dass es so ist. Haben wir eigentlich gerade? Ne, haben wir nicht. Aber wir haben bald wieder einen Stufenaufstieg, richtig. Und ich werde so machen, dass ich auf jeden Fall den nächsten Stufenanstieg nochmal komplett in Mana haue. Weil ich glaube, 300 Mana, dann wären es, glaube ich, 320. Die sollte man schon haben, wenn man Magier spielen sollte oder will. Und alles, was danach kommt, würde ich halbe-halbe machen. Also 5 Punkte auf altes Wissen und 5 Punkte auf Mana. Aber vielleicht ändere ich das auch noch, diesen Plan. Mal schauen. Auf jeden Fall soll altes Wissen wieder mit gesteigert werden. Das ist die Aussage. Und auch diese Steintafel können wir anfangen zu lesen. Ist das der Bauernhof? Nee, das ist noch eine Vorburg. So, ist denn hier der Bauernhof, den die angeblich haben wollen? Ach, da ist was. Bist du der Bauernhof? Ah, ich glaube, da war das. Muh, naja, eine Kuh habt ihr noch. Immerhin. Wer trägt hier die Verantwortung? Hm? Kapott. Pass auf, wo du hier hintrittst. Sonst verwisst du alle Spuren. Aha. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Und der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Mhm. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Die verdächtige Höhle nahe des Bauernhofs, ja. Und du meinst also, wenn man sich hier am Feuer was brät, dann fällt's einem ein, was hier passiert ist. Torus will wissen, warum dieser Bauernhof sich nicht mehr gemeldet hat. Das glaube ich gerne. Tja, du siehst es ja selbst, dass hier keiner mehr ist. Regen-Counter plus 1. Tolles Querplay-Wetter. So, ich darf das ja untersuchen, richtig? Das gehört ja dazu. Herauszufinden, was hier passiert ist. Da muss man in alle Truhen gucken. Die letzten Brote stehlen. Vor allen Dingen auch ein Waffenbündel. Und die Höhle. Wo ist denn hier eigentlich Westen? Ich glaube, die Höhle ist ja direkt hinterm Bauernhof. Wolfskraut. Ah ja, da ist die Höhle, richtig. Harnischkraut. Und noch eine Truhe. Und der kleinen Hütte haben 4 Bauern gewohnt. Aha. Oh, Wasser. Wasser ist wertvoll. Ich habe noch keine Wasserquelle gefunden. Also außer Regen natürlich. So, gefährliche Viecher. Was heißt denn hier gefährliche Viecher? Da ist eine Blutfliege. Hoffentlich sticht die mich nicht in den Rücken. Oh, bitte keine Wölfe. Nee, die Wölfe sind woanders. Was nicht heißt, dass hier nicht noch was viel Schlimmeres drin ist. Ein verdächtiger Säbelzahntiger. Ich glaube, ich gehe ganz schnell wieder weg.
Ei, es ist eine neue Gegnerart. Ich glaube, das geht nur mit Magie, richtig? Richtig. Aber ein Säbelzahntiger wird auch nicht alleine sein. Oh, Backe. Kriegen wir den Säbelzahntiger platt? Na, mal gucken. Speichern. Wir kommen ja questmäßig nicht voran, wenn wir den hier nicht grillen. Denn ich glaube, man muss erstmal von dem Bauernhof berichten, bevor Torus oder wer auch immer einem was anderes gibt. Jetzt seht ihr, wie wichtig es ist, viel Mana zu haben. Und dass das, was wir haben, nicht ausreicht. Weg! Lauf doch, Mensch! Du Honk! Also blutfähige Achtung. Ich will ihn auch nicht zu den Orks locken, weil der sonst... Ich bin im Kampf mit irgendwas. Wow, der ist 300 EP schwer. Das ist schon übel. Der erste Säbelzahntiger, wow. Und der hat natürlich noch einen Kompagnon da unten drin, richtig? Sonst hätte die Quest ja reagiert. Ach, da geht's noch tiefer rein. Na super. Ach, noch einer. Und noch einer. Und eine Truhe. Tja, man sollte jetzt erstmal Mana sich kaufen, richtig? Weil ich ja Feuerbälle werfen werden muss werden. Ach du meine Güte, Koblenz. Mein Sprachzentrum ist noch irgendwie im Tiefschlaf gefühlt. Was? Was ist denn los? Oh. Ein Goblinoider. Kommt hier einfach so mir hinterhergeschlichen und meint, es ist eine gute Idee. Gut, in diesem Gemetzel liegt keine Ehre. Habe ich ihn getroffen? Bestimmt. Mein Pfeil wird der tödliche gewesen sein, auch wenn die EP-Punkte-Vergabe das nicht so gesehen hat. Naja, gut, er liegt im Geröll, der Pfeil. Ja, das war auch getroffen. Gefühlt war das auch getroffen. Okay, davon gab es irgendwo einen Belia-Schrein. Und mein guter alter Freund Belia möchte mir gerne Mana geben. Außerdem brauchen wir dringend noch Alchemie wegen permanenten Tränken. Weil die geben ja am Ende auch Mana. Ich pflück ja schon häufig und fleißig. Aber machen wir erstmal das hier. Belia. Also, magische Kraft. Gewähre mir magische Kraft. Alle 10 Lernpunkte all in. Und den einen, den wir noch haben. Gewähre mir Lebenskraft. So. Mana plus 40, Lebenspunkte plus 4. Wie spät haben wir so eigentlich? Ach, es ist ja Abend. Ach, na wisst ihr, wenn es Abend ist und regnet, dann habe ich kein schlechtes Gewissen, jetzt mich doch hier irgendwo hinzulegen. Wobei, hier hat man doch das Problem, dass es ja gar nichts gab, wo man sich hinlegen konnte. Höchstens oben. Gab es da nicht Betten irgendwo? Da gab es noch diese Matten. Aber unten, irgendwo gab es noch hier ein Bett. Oh, was ist das hier eigentlich? Milch. Brot. Ach, und keinen Hort gefunden. Schwarzer Roba. Ganz viel. Ja, setz dich auf die Bank. Zwischen zwei Mauern. Toll. Immer feste drauf. Ja, komm, ich will das hier einsammeln. Schwarzer Roba. Heiltrank. Gold. 100. Wein ist wichtig. Und der auch noch. So. Naja, das war nur so nebenbei. Achso, hier müssen wir ja auch klauen gehen, richtig? Richtig. Ich hoffe, du lässt mich wieder mal in deinem schönen Bettchen schlafen. Also, das ist nur spielmechanisch. Schlafe ich bis zum nächsten Morgen? Ja, bis zum nächsten Morgen. Wir machen erstmal diese ganzen anderen Questen und nicht die Brich-Ein-Quest. Und gelesen haben wir hier schon alles, richtig? Ja.
Und der Regen ist immer noch da. Ein ausgedehntes Regengebiet. Wen wundert das noch? Aber immerhin haben wir jetzt genug Feuerkraft, um mit Feuerbällen einen Säbelzahntiger komplett aus dem Feld zu schießen. Achtung, Ogre. Nein, da sind sie schon. Da. Gestiften. Irgendwer will sich mit dir messen. Was lassen wir ganz schnell? Heilwurzel. Hallo, Kuh. So. Da hinten sind die Miezekatzen. Speichern! Jetzt wäre es natürlich toll, wenn man nur eine erstmal pullen würde. Und vor allen Dingen, es ist wahrscheinlich auch besser, den ersten Schaden mit dem Bogen zu machen, weil wenn ich den Kopf treffe, okay, so nicht. Okay, auch noch ein bisschen zu tief. Dann habe ich tatsächlich... Oh, dann habe ich beide an der Backe. Ja, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Aber ich weiß mich ja zu wehren. Da sind die Goblins, das ist schlecht. Ah, die kommt gar nicht raus. Auch gut. Oder doch? Irgendwie hat das nicht viel gebracht. Du kannst mich erreichen, richtig? Kannst du nicht. Na dann. Miezekatzen. Ich hätte gern den erstmal angeschossen, der direkt unter mir ist, und angezählt, dass er hier nicht hochkommt. Das finde ich richtig gut. Und mit dem Mana, das hat irgendwie nicht so geklappt. Offenbar haben einige dieser Mana-Bälle, Feuerbälle nicht ihr Ziel erreicht. Das ist schade. Aber so geht's ja auch. Da spare ich sogar Mana. Denn wer hätte gedacht, dass eine Miezekatze nicht klettern kann? Er macht nur Sorgen, dass die Blutfliege rechts im Bild irgendwie der Meinung ist, in meine Richtung zu krabbeln. Denn die kann ja theoretisch fliegen. Praktisch wird sie den Baumstumpf aber auch nicht hochkrabbeln können. Naja, dann halt so. Noch 3 Schuss. Wer hätte gedacht, dass das so gut ausgeht? Das gibt erstaunlicherweise keine Jagdgeschickpunkte. Teil. Teuer. Dann in die Höhle. Da war eine Truhe. Und bestimmt auch einiges an Geschmeide. Das bereits durch mindestens einen Verdauungstrakt eines Säbelzahntigers gelaufen ist. Einmal komplett von vorn bis hinten. Was ist denn Gestreitaxt? Oh, da ist als goldenes. Heiltrank? Butlerfleisch? Goldpokal? Hier liegen 2 Skelette. Sind das die Skelette der Bauern? Nee, das sind zu viele. Rostiges Schwert. Ein Bauer hätte vielleicht auch nicht unbedingt ein rostiges Schwert als Waffe, sondern irgendwie eine Mistgabel. Wobei das die hier als Waffe gar nicht gibt, meine ich. Dietrich. Oh, ein Ring des Lebens. Das ist interessant. Ich sag ja, einmal komplett durchverdaut. Das war eigentlich ein Mana-Ring. Durch die Verdauung ist es dann ein Lebensring geworden. Schade. Was macht der? Der macht maximal Lebensenergie plus 25. Jagdgeschick plus 5 habe ich hier und ein bisschen Schutz.
würde fast behaupten, dass der Schutz weniger wertvoll ist als die Lebenspunkte. Ausprobieren. Zauberwurzel, einmal, zweimal. Und hier Feuernessel. Und hier schließlich Metalltruhe. Bolzen, Schlösser öffnen, Schriftrolle, Böses vernichten, Heiltrank, Ausdauertränke und ein bisschen Gold. Und Pilze. Und vor allen Dingen etwas, was ich diesem Orken kaputt sagen kann. Weil auch die Säbelzahn, die auf die Orks hetzen können. Naja, das wäre rollspielerisch gesehen zwar geboten gewesen, aber nicht, wenn der Held selber sich üben möchte. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Auf mich wirkten sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt! Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Haben die Waldläufer den Bauernhof verwüstet? Ja, was willst du nicht eigentlich auch mal irgendwas machen? Ach, verstehe, du trinkst aus einem goldenen Pokal Milch. Hühnermilch wahrscheinlich. Ach, ihr habt ja eine Kuh, richtig. Ihr habt ja eine Milchquelle, tatsächlich. Nördliche Berge. Nördlich, das ist genau die andere Richtung. Ich glaube, das ist hier oben. Ja, da kann man auch hier lang laufen. Dann kann ich auch die Blutfliege mal aufs Korn nehmen. Okay, die brummt jetzt wieder sonst wohin, wo man sie nie und nimmer treffen kann. Hoch. Das war ein bisschen knapper, als ich dachte. Das war so eine komische Stelle hier. Wie kam man da hoch? Ich glaube, hier hinten ist noch ein Rebellenlager, meiner Erinnerung nach. Da könnte es auch die nächsten Questen geben. Oh, jemine. Das war so eine komische Landschaft hier. Irgendwie war die Landschaft hier komisch. Wobei dieses Wetter hier das auch nicht besser macht. Dieser schwarze Fels, dieses spärliche Gras. Man kommt sich vor wie auf Faranga. So, wo ist jetzt hier ein Waldläufer? Hm? Oh ja, er kommt schon noch. Eine Schlange. Irgendwo ist hier ein Wolf. Ich bin tot. Ein einzelner Wolf, ich bin sowas von tot. Der kratzt sich. Es ist nur ein einzelner Wolf. Wir haben gerade drei Säbelzahntiger gegrillt und gespickt. Aber ein einzelner Wolf ist stärker. Speichern. Ach, es sind zwei Wölfe, scheiße. Dann doppelt speichern. Jetzt, sofort. Jetzt sollte ich ja eigentlich mit Mana kämpfen, oder? Also eigentlich sollte ich mir irgendwas hinter die Binde kippen, damit ich Mana voll habe. Denn es sind immerhin Wölfe, das darf man nicht vergessen. Und Wölfe sind in diesem Spiel für mich unglaublich unbesiegbar. Wie wir es schon oft genug gesehen haben.
Weg! Ja, dass ich viel Mana habe, das lohnt sich allmählich. Ich krieg sogar einen Wolf gekillt. Bevor der zweite mich zerreißt. Boah. Wow. Zwei Wölfe und einen Katzer. Okay, die Felle stinken nach Qualm. Oder die Felle sind völlig haarlos. Das sind eigentlich Wolfshäute und nicht Wolfsfelle. Aber die Gefahr ist aus dem Weg geräumt. Jetzt brauche ich nur jede Menge Sprit, also jede Menge Mana-Tränke. Na, das ist auch kompliziert. Okay. Da hinten ist ein riesiges Skelett. Das macht mir auch Angst. Noch eins. Ach ja, hier war so ein komisches Lager irgendwo. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Also unter mir ist irgendwo dieser Hof. Glaube ich. Und da ist dieses Rebellenlager. Aber ich soll ja eigentlich einen Waldläufer finden. Ich habe ein Druide und Waldläufer, die sind in dem Rebellenlager nicht. Also muss es hier irgendwo einen geben. Seht ihr einen? Ich sehe keinen. Wo ist eigentlich der Bauernhof? Da ist der Bauernhof. Na gut, wir sind schon einiges, ein ganzes Stück vom Bauernhof weg. Und hier oben wird er auch nicht sein. Der wird da unten irgendwo im Wald rumstehen. In der Nähe. Oh, Höhle. Aus der Gestreitaxt. Was ist da drin? Ich werde mich gleich hassen für diese ganze Neugier. Ein Schattenläufer und Kehrtmarsch. So, nein, 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 kein Schattenläufer. Da brauche ich doppelt so viel Mana und doppelt so viel altes Wissen, damit der Feuerball richtig wuppt. Dann vielleicht mit dem Schattenläufer. Wie schön, dass der Art tagsüber schläft. Nur nachts wach wird. Tja. Nördlicher Wald. Waldläufer. Das ist, da, wo, das ist hier, wo die Goblins sind. Treffe ich dich ins Auge? Nee. Ui. So, jetzt, wo läufst du jetzt lang, ha? Huh? Ah, Überhang. Felsüberhänge sind doof. Ey, ich schieß auf dich. Ah, Scheiße. Ah ja, gut, das war alles Absicht. Schieß ihm ins Genick. Ins grün geschuppte. Oh, sogar in den Kopf. Von hinten in den Kopf geschossen. Das gab richtig einen Bonusschaden. Und deswegen hat er auch keine Chance gegen mich. Was mache ich eigentlich? Warum ziehe ich ständig die Assassinenklinge? Der hat zwei Schnapsbären dabei. Also Goblins und Schnapsbären, das ist irgendwas. Da gibt es irgendeine Verbindung. Tja. Wir schauen nochmal in die Queste. Das finde ich ja sonst nie. Treles. Lieferung, finde heraus. Nein, Waldläufer. Oben in dem nördlichen Wald. Also Norden und oben. Hier ist kaputt. Wo ist jetzt Norden? Norden ist... Das ist Norden. Wald und Norden stimmt. Oben? Naja, oben wäre er da. Aber da waren wir ja. Da ist ja nichts gewesen. Also gehen wir einfach mal in diesen Wald hier rein und gucken mal, ob wir hier irgendwo einen Waldläufer finden. Bisher ist hier ja relativ friedlich. Nur ein Goblin.
Das ist nicht so schlimm. Ein bisschen Mana ist auch noch da. Das ist ein Wildschwein. Zwei Wildschweine. Weg. Nee. Das will ich haben. Sauber. Wobei irgendwas trampelt hier. Ach, es ist nur die Eidechse. Was ist eigentlich, wenn man eine Eidechse killt? Kriegt man da irgendwas Besonderes? Kriegt man gar nichts. Noch nicht mal Fleisch. Hm. Irgendwo pumpt was. Da oben ist eine Truhe. Aber kein Waldläufer. Harnisch-Couch. Ich glaube, es wird eine Erkundungsepisode hier. Ah, das ist gar keine Truhe, das ist Ruinen. Aber da unten ist auch keiner. Wasserfall? Hm. Ah, ich glaube, ich weiß, wo der Waldläufer ist. Irgendwie erinnere ich mich, der ist jenseits dieser Brücke. Jetzt, wo ich sie sehe, glaube ich... Das ist der Weg nach Geldern grundsätzlich. Wenn wir hier gerade ausgehen, sind wir bald in Geldern. Und ich meine, dass hier irgendwo Richtung Geldern tatsächlich ein Waldläufer stand. Und das ist bestimmt der, den Kapott gesehen haben will. Irgendwer zieht hier Schwerter. Warte mal, hier sind mir entschieden zu viele Snapper unterwegs. Wenn ich jetzt einen davon anschieße, kommen die dann alle. Aber der ist ja eigentlich ziemlich alleine da. Ich treffe den gar nicht, was ist denn da los? Es sieht aus, als wäre der Pfeil in ihm drin. Irgendwie schieße ich durch das Defi durch. Was ist dein Geheimnis, Snapper? Hä? Okay, irgendeine höhere Macht möchte nicht, dass ich diesen Snapper anschieße. Oh, sind da noch mehr. Ich bin auf einer Brücke, also eigentlich haben die nur die Chance, auf die Brücke drauf zu laufen. Es ist nicht zu glauben, oder? Seid ihr irgendwie unsterblich? Ah, jetzt habe ich mal getroffen. So, ihr könnt eigentlich nur hier lang. Und ihr tut genau das. Ihr seid schlau. Wow, 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 wow. Kaputt. Ich bring mal was mit. Was zum Spielen. Ey. Ja. In den Schwanz geschossen. Boah, ist der schnell. Ich glaube, jetzt habe ich sie voneinander getrennt. Das wiederum heißt, ich sollte das vielleicht den einen Snapper nicht zu den Orks schicken. Ah, jetzt geht er fressen. Sehr gut. Wie er guckt. Ist das nicht putzig, wie er den Kopf dann noch so schräg hält. Hi! Irgendwie sind die schwer zu treffen. Snapper sind echt übles Viehzeug. Aber bisher konnte er nicht zuschnappen. Was mich mehr wundert als euch. Naja, 150 ist auch nicht ganz so ohne. Das war einer von drei. Ich habe auch keine Lust, die anderen beiden jetzt genauso zu machen. Das ist irgendwie nervig.
Aber geradeaus weiterzulaufen war auch keine Option. Die hätten mich ja garantiert in die Wade gebissen. Der unten links, ich glaube, den pulle ich nicht. Und der andere rechts im Wald, der läuft gerade weg von der Straße. Das heißt, ich habe genug Zeit, hierher zu kommen. Genau, hier war die Waldläufer. Eine Goblinbeere. Am Waldläuferlager. Irgendwie erkennen die Waldläufer den Wert dieser Beere nicht. Aber ich. So, Waldschleicher. Was willst du? Mit euch reden. Werten Leser. Hochlandläufer. Waldläufer. Vorsichtiger Waldläufer. Linker Waldläufer. Torum. Hast du irgendwas, was ich brauche? Nee. Du bist zu laut. Du vertreibst das ganze Wild. Ich bin Torm, Druide und Krieger Adanos. Und du bist anders als die anderen. Ja, ich kann weniger gut mit dem Bogen umgehen. Du bist Krieger Adanos. Sieh dir an, was die Tiere Beliars angerichtet haben in ihrer Gier. Kaum noch Menschen, die frei und ohne Angst leben können. Ich bin der Schrecken, der über die Orks kommen wird, wenn sie es wagen, die Wälder anzugreifen. Die Orks glauben, dass du einen Bauernhof bei Trelis verwüstet hast. Da haben sie auch verdammt recht. Menschen wie die Bauern, die für die Orks arbeiten, stärken ihnen nur noch den Rücken. Ich kann nicht mit ansehen, wie Menschen sich versklaven lassen, nur um ihr klägliches Dasein zu verlängern. Lieber den Tod als Lakai dieser Brut Beliars. Ich werde nicht eher ruhen, bis die Saat des Bösen wieder aus unseren Wäldern verschwunden ist. Okay, also, die Botschaft ist angekommen. Es war mehr als deutlich. Woher glaubst du mich zu kennen? Du bist rastlos, Entscheider, ohne Heimat. Ich kenne das. Du bist wie ich. Wenn du zu lange an einem Ort bist, glaubst du, das Leben nicht mehr zu spüren. Zeig mir deine Ware. Du hast ein paar Pfeile. Eine Druidenrobe sollte man nicht anziehen. Banditenkleidung ist schon schlimm genug. Lederkluft. Wir sollten uns ja mal eine Novizenrobe leisten, habe ich ja mal gesagt. Bei Sebastian gibt es eine zu kaufen. Was bekommst du dafür? Einen Assassinenbogen und einen Jagdbogen. Ich glaube, damit kannst du was machen. Einen Knochenbogen haben wir auch gefunden. Der ist aber auch nicht so gut. Kann auch weg. Ja. Gib mal ein bisschen was her. Vier hast du ja sowieso nicht. Okay, also wir werden ihn natürlich jetzt nicht umschießen. Oh, da liegt eine Münze. Die wird er nicht vermissen. Also, Kapot hatte recht. Aber wir werden das nicht so machen. Jetzt muss ich ihm natürlich irgendwas erzählen. Sonst kann ich ja keine Meldung vom Bauernhof machen, oder? Oder kann ich das auch so machen? Ich meine, ich weiß ja, was passiert. Das Bauernhof verwüstet. Von dem Bauernhof ist keine Pacht oder keine Lieferung mehr zu erwarten. Und das ist ja erstmal jetzt egal, ob der Grund dafür ausgeräuchert ist oder nicht. Fakt ist, von dem Hof kommt nichts mehr. Oh, ein Schwert und ein Schild. Ach, schnell weg. Hier sind mir zu viele Snapper. Ich möchte gerne diese Quest mit diesen Bauernhöfen machen. Die ist schön einfach. Bevor ich mich in Geldern um Stollenwölfe kümmern darf. Das mache ich nur mit vollem Mana-Balken. So, was erzählen wir dir jetzt? Ich hatte keine Chance, eine Haarlocke von Thorn als Beweis für sein Ableben mitzubringen. Ich überlege gerade, ob ich dem Ork das sage.
Aber im Grunde genommen können die Orks sich das ja auch selbst denken, dass es genauso gewesen ist. Er ist ja bereits auf der Spur, diesen Verdacht zu haben. Insofern kann ich es ihm auch sagen. Der Druide Thorn hat diesen Bauernhof verwüstet und alle Bauern getötet. Dieses Schwein. Ich habe mir schon sowas gedacht. Gute Arbeit. Hier ist etwas Gold. Ich hoffe, du hast Thorn dafür getötet. Nein. Schade. Dann werde ich das wohl selbst erledigen müssen. Hast du eine Nachricht für Torus? Sag ihm, dass von diesem Hof hier nichts mehr zu erwarten ist. Das war mal einer. Es regnet nicht mehr, merkt ihr das? Schön. Macht gleich viel mehr Spaß, hier durchs Unterholz zu stromern. Blöde Wutfliegen. Das sind aber zwei. Das sind drei. Ich bin tot. Wobei, wie empfinde ich es eigentlich, eine Blutfliege gegen Feuer? Insekten und so. Warte mal. Nimm doch mal das weg hier. Ich drück doch gerade schon die Null. Ah ne, die Null ist das hier. Das ist die Null, richtig. Oh. Nimm die Magie weg. Oh, das... Oh, die brennt nach. Gut. Und hier habe ich freie Bahn. Ah. Wird's auch langsam. Altes Wissen brauche ich dringend. Damit das mit dem Mana so ein bisschen besser geht. Wobei ich echt überlege, ob ich nicht jetzt direkt doch alles in altes Wissen packe, die nächsten Lernpunkte, und nicht halbe mache. Weil ja, wenn ich alles in altes Wissen packe und der Feuerball stärker wird, das hilft mir ja auch beim Mana ersparen. Und altes Wissen brauche ich sowieso. Ah! Weil ich ja eines fernen Tages auch gerne... Kann ich noch einmal? Nee. So viel habe ich dann doch nicht. Ja. Weil ich eines fernen Tages auch gerne diesen Magier-Perk hatte, von wegen Mana-Regeneration. Denn ich glaube, das mit den Mana-Tränken und so, das wird dann nicht so viel. Ich habe das Gefühl, es fehlt massiv an leeren Fläschchen und an Wasser und an Wein. Die Mana-Kräuter, so Dunkelpilze und. Ne, Mana-Pilze heißt die, glaube ich, oder? Ne, doch, Dunkelpilze. Dunkelpilze und, Mana-Nesseln, Feuernesseln, Mana-Kräuter. Zauberwurzeln, solches Zeug. Da finde ich wohl genug. Sogar genug, um auch noch Schweinekeulen damit zubereiten zu können. Aber es scheint mir sehr an Wein und Fläschchen und Wasser und solchen Zeug zu fehlen. Ist in dem Turm was drin? Da ist ein Lurker. Den will ich nicht stören. Da ist eine Truhe. Eiswelle, Nebel, Heilung, Feuerball, Schnaps und ein großes leeres Fläschchen. Und Kunde für Torus. Der Bauernhof im Westen ist verwüstet. Dort lebt keiner mehr. Wusste ich es doch. Ich kann nur hoffen, dass das ein Einzelfall bleibt. Andernfalls sind wir auf die Karawanen angewiesen. Und das wird teuer für Trelis. Hier, dein Sold. Danke. Findet diesen dir jenes heraus? Noch irgendwas? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ich hätte gedacht, dass man auch noch zu dem anderen Bauernhof geschickt wird. Immerhin hat uns der schon die Pacht in die Hand gedrückt. Oh. Ab wie viel Ruf dürfen wir in Trelis zu diesem örtlichen Menschen, also Orks? Ork vielmehr 56, das reicht noch nicht. Schaufel, östlicher Tempel. Plündere die Burg in Trelis. Überlebende, säubere die Untöten. Oh.
Listige Ohren. Das ist alles so schwer hier. Ich glaube, wir machen in Geldern weiter. Das hier scheint mir alles ein bisschen zu groß zu sein. Ich hätte gedacht, wir bekommen jetzt die Aufgabe, irgendwelche Pacht einzutreiben. Aber vielleicht bekommen wir die erst, wenn wir da reingehen. Da gehen wir auch rein, aber bei der nächsten Nacht. Sodass ich glaube, wir nutzen die Gunst der Stunde und machen uns auf in Richtung Geldern. Was? Ja, ich wollte doch hier nur dran vorbeilaufen. Mann. Ach so, was willst du eigentlich haben? Lass mich in Ruhe. Nichts, was ich dabei habe. Schade. Der will seine Magie wieder haben. Was auch immer er darunter versteht. Was war hier? War hier noch jemand zum Ansprechen? Nein, es ist nur so eine Kammer. Da sind Waffen drin, sehe ich, aber man hat mich reingehen sehen. Und deswegen nehme ich da nichts. Okay, dann ist die Episode schon ein bisschen lang. Ich würde mal sagen, wir machen uns noch auf den Weg hin zu einer dieser Minen von Geldern, die da von Stollenwölfen und irgendwelchen anderen Banditösen befreit werden sollen, um das alles wieder in Betrieb zu nehmen. Ich glaube, das sind die Quests, die wir als nächstes Mal angehen könnten. Da ist ein Lupus. Doch nicht immer seitlich gehen. Oh, sag mal, ihr mit eurem scheiß seitlichen Laufen. Nee, also wie soll man denn da schießen? Also ehrlich, laufen die seitlich auf mich zu. Ach, wisst ihr, Wölfe, ihr könnt mich mal. So hätte man nicht quettet. Ah ja, ein Ork greift ein. Schön. Ich finde ja, dass Wölfe sehr viel länger an meiner Ferse dranbleiben, als jetzt zum Beispiel Snapper oder Blutfliegen. Wobei... Was passiert da vorne? Jetzt sind die mit dem Ork irgendwie am Spielen. Die Biester lernen es nicht. Jetzt mal diesen lästigen Viechern. Ich schieße den Wolf in den Arsch. Wenn ich den Ork in Außersehen treffe, dann ist es ein dummer Zufall. Das war ich. Und wer, was? Wer hat mich jetzt gerade hier angehittet? Der Hase war das. Ganz eindeutig. Den Wolf treffe ich natürlich quasi nie. Außer vielleicht jetzt. Auch nicht. Muss doch gehen. Futter für die Würmer. Guck mal, wie gut ich hier bin. Danke, Fährtenleser. Wie viel hast du eigentlich? Ach, kaum irgendwas. Kaum was eingebüßt. Ich muss mir keine Sorge machen, dass ich meine orkischen Freunde irgendwie hier den geifernden Wölfen ausliefere. Trotzdem würde mich wundern oder mich interessieren, wer hier irgendwas... Also, wer mich hier gehittet hat. Ich glaube, es war ja kein anderer Fernkampf-Ork zugange. Naja. Wie dem auch sei, wir machen hier mal an dieser Brücke Schluss und weiter mit lustigen Geldern wie jetzt im nächsten Teil. Bis dahin.